Meine Wölfe, willkommen zur Wolfszeit. Wir spielen eine weitere Runde Technomancer und ich guck mal, wie weit ich komme. Denn ich plane das Ganze jetzt bald mal fertig zu machen. Wir sollen Relikte sammeln. Also machen wir das auch. Ich weiß noch nicht, welche Relikte, aber das kriege ich schon raus. Repent. We will... I had something... Ich... I'd like to buy back the relics I brought. What? No, I'm afraid I cannot honor your request. Those relics represent the blessed... Echt jetzt? Na gut. I guess I'll just have to take him back. Shadow, protect! Oh, schon lange nicht mehr gespielt. Ah, wie war die Steuerung nochmal? Okay, ich krieg's wieder hin. Keine Sorge. Moment, ist das nur er? Please, have mercy. I'm sorry, that offer is expired. The sun will damn you a thousand. Dankeschön. Okay, Moment. MFF. Ja. Die ganze Zeit andere Games gehabt. Was spiel ich nochmal aktuell? Ich hab's vergessen. Ich warte ja sehnsüchtig auf Seven Days. Aber nein, es passiert ja nichts. Fuck, was spiel ich? Fallout spiele ich. Ja, ich spiel Fallout 4. Haha, sowas. Oh nein. Speichern. Do you have any relics? Things from the old settlers? Ach du Scheiße. 530 Dosen Serum. Ich würde sagen, wir haben genügend Relikte. Ab zu Dandolo! Ich weiß nicht, wie die Folgen jetzt aussehen. Ich weiß auch nicht, was bald passieren wird, muss, tun, haben, können, sein, bla bla. Oh, hier geht's doch schneller. Hab nicht gesehen, dass es unten ist. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich dieses Spiel bald durchhaben werden wollen. Habe. Tun. Whatever. Stuff. Ich möchte mal ein neues Let's Play anfangen. Und ich denke, ich will jetzt wissen, wie das Ganze hier ausgeht. Wird Victor einen auf die Fresse bekommen? Werden wir endlich mal nicht immer zu diesem Händler müssen? Welcome. ASC. I'm looking to buy some ASC. Not an easy thing to come by, but... I'll take them all. That's what I'm talking about. Ohne Witz. Muss ich eigentlich immer für alles konstant bezahlen? Finde Verbündete zur Vorbereitung der List. Alright! Alright, alright, alright. Habt ihr eigentlich irgendwas verpasst? Lass mich überlegen. Nö, ich habe seit damals nicht weitergespielt. Aber ich dachte mir so, hey, die ganze Zeit Term, or... Oder Plague, Plague, whatever. Nee. Oh, wieder hier weiterkommen. Hey, warum hängst du mal bei den Nutten? Zachariah, what can I do for you? Na, ich kann's nachvollziehen. Hilfe für Fall, ja. I need your help. I'm trying to compel some assembly members to withdraw their support for Victor. You have my attention. There's a fraction of religious assembly members that would be appalled to learn Victor keeps certain relics for personal use. And if they did... It's all but certain that they would drop their endorsements, and I... And how exactly do you plan to prove that? Oh, just by making Victor's relic collecting... But look, they're chugging along. Until they bump into a group of concerned citizens who insist they bring the relics back to the proper authorities. Ah, so I guess you'll play a concerned citizen while my men dress up as ASC agents. They won't be flattered, but if you provide the costumes, they'll take care of the rest. I am pleased to know that my use of disguises inspired you. Perhaps we'll own a theater together someday. Yay! Wir werden im Theater sein. Awesome! Schaffe die Relikte von den falschen ASC-Agenten. Wie? Ich gehe mal davon aus, das Ganze spielt am Ende in Or 4. Das heißt, ich vermute mal, ich möchte da jetzt noch nicht hin. Auch wenn da die ganz große Show abgeht. Ich habe da jetzt schon zig hundert Quests gesehen. Ja, okay, übertrieben. Aber zigtausend passt. Guck, 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 guck. Moment. Guck noch nicht. Warte, warte, warte. Jetzt guck. Da, ganz doll viel. Moment, und ich. Ah, früher Abend haben wir nicht. Ab zur alten Kuppel. Gucken, was das ist.
Also nicht die Kuppel. Damn, that's weird. But I thought the dome was in ruins. So then, where did they put that old geezer? There should be a few standing structures next to the ones that collapsed, unless they've already started clearing the rubble. That sounds like bad news. It would be. There were secrets in those ruins. I would rather have stayed buried. That's the problem with secrets. All that time spent worrying about someone finding out, it's a burden that turns into a habit, that turns into obsession. I know you're just as scared about what's in the... I just hope the old man's still holding on. He's as stubborn as an unfed ostrich. Poor patience. He thought he was finally safe in Noctis. Instead, we threw him straight... What do you mean? We saved him from that camp. It's just... we must have attracted the attention of Victor's spies when we asked Dandolo to keep an eye on him. He was supposed to be just another nobody in Noctis, but our request ended up... These thugs, more like cavemen with bigger sticks, don't understand respect, science, hate. Ugly brutes. If they take power in abundance, they'll turn it into a Darwinistic jungle. Sounds like this story hits close to home. It's true. I understand what that poor tech... Oh man. Oh man. Ist das so? This is where you were initiated. Yay! Yeah, whoa. But the dome was in better condition. The ASC weren't here. There was a giant mantis. Ooh. There. A giant mantis? Don't tell me that was part of the initiation. No. The area had decoys dressed as thieves. The monsters were unplanned. Though I learned a lot from the experience. If it weren't for my master, I would have died down there. Must be strange coming back. Okay, lass mich überlegen. Es ist mal sah's anders aus. Und wirkte auch irgendwie netter. Na, ah, fuck. Ach, das sind diese Anti-Strom-Bratzen. Oh, sehr praktisch, wenn die meinen Kollegen angreifen. Ah, ich muss mich erst wieder dran gewöhnen. Weißt du was? Das Spiel können wir zu zweit spielen. Aber nur vorausgesetzt, der rennt jetzt auch in die Falle. Wenn dem nicht so ist, dann ist scheiße. Blöd! Wenn er jetzt da reinrennt... Glück gehabt. Sonst wäre es ein fucking Schuss ins eigene Knie. I took an arrow to the knee. Hey, die scheiß Kuppel. Ich erinnere mich. Hier hat alles begonnen. Also sollten wir rechts rumgehen. Oder? Ja, lass mal rechts rumgehen. Obwohl... Hier oben geht's nicht weiter, ne? Dann gehen wir erst nach links. Wenn rechts richtig ist, kann links nicht falsch sein. Eigentlich wollte ich nur gucken, ob hier Stuff zum Sammeln ist. Okay, dann nicht. Tja, ist alles ganz schön eskaliert, würde ich mal sagen, ne? Eskapiliert hier. Kaum wurden wir Technomancer, ist alles den Bach runtergegangen. Hm. Also, wir sind schuld? Theoretisch. Hallo. Früher waren die mal Banditos. Also nicht unsere Banditos in Deutschland, sondern Banditen. Ist es vielleicht etwas ungünstig formuliert? Na! Ah! Mann! Wow! Ich... komm gerade noch nicht ganz auf die Steuerung wieder klar. Aber ich weiß doch, dass die Wichser mir auf den Sack gingen. Alter! Hier! Friss Medizin! Aber das Gute ist, solange die auf mir sind, können meine Leute sich in Ruhe um die Spacken da kümmern! Hey Arsch. Aua, aua, aua. So. Doppelt hält besser. Haha. Und weggenetzt. Ich weiß auch nicht, wie weit wir in dieser Folge kommen. Ich würde sagen, wir machen aber mindestens die Kuppel fertig, ne? Und dann bin ich mir auch nicht sicher, wie ich das alles in OR4 machen soll.
Es könnte eine sehr lange Folge vielleicht werden. Eventuell eine sehr lange Finalfolge. Oder die nächsten drei Folgen werden vielleicht sehr lange Folgen. Vielleicht auch diese, weil während ich rede, ich spiele und nicht denke. Nein, ich weiß es noch nicht. Aber ich will zum Finale jetzt mal langsam kommen, also machen wir auch eine Finalfolge. Und die darf nicht kurz sein. Idee. Nein! Fuck, das ist ein Dicker. Wie war das? Nicht kugelresistent. Und auch nicht Dolchstoß-Giftresistent. Aua! Tu mir nicht weh! Au! Das war die Nachwirkung. Friss Kugel! Haha! Hätte ich eine coolere Waffe, könnte ich noch besser haha sagen. Hast du gerade mein Team mit den Tricks ausgeschaltet, wo ich dein Team platt gemacht habe mit? Schmeißt jetzt auch den Nate auf mich? Aua! Nö, er schießt einfach auf mich. So. Friss Strom, Halsgesicht. Meine Güte. Muss das denn immer alles hier so komplex sein? Müssen diese Leute immer alle so komplex sein? Und was, verdammt nochmal, habe ich gerade für eine Waffe aufgesammelt? Und ich hätte fast vergessen. Ich will das kleine Häufchen Elend hier looten. Kein Gegenstand gefunden. Es ist schön retro-mäßig, wenn man sich hier alles anguckt. Und hier kam letztes Mal das Video und hat uns gezeigt, was da alles unten ist. Wie ging das nochmal? I. So. Amelia, ich glaube nämlich, ich habe was für dich, nicht für mich. Ein Stahlhammer, der aber schlechter ist als dein Stuff. Du hast quasi schon das Beste vom Besten. Andrew, du hast ein schickes Stahlröhrchen, hast du fein. Und du hast einen Kukri. Ich mag Kukris. Ja, du könntest. Naja, du hast das Gleiche. Den gleichen Stuff hast du. Streitkolben. Brauchen wir nicht. Weiter geht's. Gespeichert ist. So. Was ist meine fucking Mission? Ah, ja. Patience retten. Keine Sorge, habt nur ein bisschen Geduld, dann komm ich. Wortwitz. Aber Vorsicht, ein flacher. Könnt zu Rückenschäden führen, wenn ihr drüber stolpert. Deswegen, schön aufpassen. Flachwitze können tödlich sein. Stimmt, da vorne links haben wir damals einen gebraten am Zaun. Ich wollte schon die ganze Zeit mal irgendwie was stehlen. Hallo Arschgeigen. Nicht da reinrennen. Nicht, wenn alle da stehen. Oh oh. So, ich würde sagen, das hat geboomt. Sei nicht kugelresistent. Au, 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 au. Ich übrigens auch nicht. ...109 Schaden. Ich sollte vielleicht öfter mal... Wow. Einfach mal von hinten angreifen. Haben wir jetzt alle? Nice. Vielleicht sollte ich die beiden freundlichen Leute, die mir helfen, mal regenerieren lassen. In der Zeit kann ich ja mal alle Sachen hier kaputt machen. Aber was bringt uns das eigentlich, wenn wir die immer am Leben lassen? Ja, wir sind dann netter. Aber mehr auch nicht. Kann ich hier Stuff sammeln? Nö. Dann gucke ich halt hier. Hey, hier liegt noch einer. Stuff. Oh, habe ich denn schon? Stimmt, stimmt. Oh, schon wieder so eine Retro-Perspektive. Den habe ich vom Anfang noch. Richtig. Ich kann meine Leute nicht heilen oder sowas, ne? Das dauert mir gerade entschiedenst zu lange.
Rechtsraum würde ich sagen, geht schneller? Fragezeichen. Ah, fuck off. Ah. Was ist das? Ein Faden auf der Zunge. Wieso macht man das? Bemühe dich nicht, Andrew. Die sind da total resistent gegen. Es sind multiresistente Keime. Aber trotzdem macht Spaß, sie zu schocken. Aber sie sind nicht kugelresistent. Das finde ich super. Ah! Ihr seid so dumm, wisst ihr das? Gift. Mach ihn tot, Gift. Oh, was ist das? Achso, einfach nur ein zweiter Eingang. Boring. Ich weiß nicht, aber ich könnte die Avengers gerade gebrauchen. Guckt er von mir weg? Ja, ne? Ideal. Beide sogar. Hätte ich jetzt einen Punkt mehr investiert in lautlos ausschalten, wäre das awesome. Hat aber auch so geklappt. Finde ich mal direkt gut. Das spart mir Kampf. Ich würde jetzt ganz blöde und bescheuert mich entschuldigen dafür, dass ich das gerade mache, aber da ich spiele, entscheide ich, was ich klicke. Was haben wir hier? Tarnung 3. Sofort geräuschlos außer Gefecht, genau. Das könnte ich jetzt gebrauchen. Hier ist nichts mehr? Nö. Da ist die Donnerkuppel. Ach, screw you. Komm mal mitten hier rein, eine. Awesome. Aua, aua, aua. Lass mich in Ruhe, du böses Wesen. Mach Boom. Danke. Oh. Fuck off. Lass mich da jetzt mal verdammt nochmal ausweichen wieder. Wie gesagt, das ist witzig, wenn die alle sich auf mich fokussieren und mein Team die erstmal alle ausschaltet. Ich komme so ein bisschen vor wie bei Dark Souls gerade. Dieses ganze Rumgerolle. Ah! Stirb! Epic Boss Enemy! Ah! Ups, ich bin auf Emilia getreten und sie ist aufgewacht. Entschuldigung, Amelia. Amelia. Nicht Emilia. Habe ich überhaupt Emilia? Whatever. I don't care. Stuff. Den Typen retten wir jetzt noch. Und nach der Mission machen wir Finish. Aber die Folgen werden jetzt, wie gesagt, allgemein ein bisschen länger immer werden. Weil ich will mich nicht unter Druck setzen. Lass mich nicht unter Druck setzen. Und ich will die Tatsache genießen, dass wir dieses Spiel gemeinsam zocken. Hier seid ihr hinter. Knacken. Oh, mach dich mal nicht ins Hemd. Und wenn doch, dann ziehen wir dir ein neues an. Guck. Und kapauz, jetzt läuft das. Und bevor jetzt noch irgendwie jemand auf die Idee kommt, eine dumme Videosequenz zu machen, schnell wieder was Vernünftiges anziehen. Damit wir auch gut aussehen. Tada! Das sieht nicht nett aus. Patience, wake up! Patience, come on! Damn it, they almost killed him. Stop! Let me go. I won't tell you it. Zack? Zack? Holy shit, is it really you? Yeah. What the hell happened to you? I was on the way back to my place. There was someone behind me, and before I could turn, he was on me. Next thing I knew, I woke up in a cell. Ugh, they tortured me for days. Wanted me to talk, wanted me to tell them everything I knew about you. What you were doing, what we found. Odd. Did you figure out what the tablet said? Unfortunately. If I hadn't, then I wouldn't have been able to tell them anything, but I just finished when they found me. What did you tell them? At the beginning I fought, Zack. I did. I fought. Didn't say a damn thing. Then Victor came. And the shit he did to me, Zack. You have no idea. I didn't tell him everything. I didn't, but I had to tell him something. Er hat seinen Popo erweitert. What I found in the tablet. Everything. I'm so sorry. I stop. It's fine. You did what you could. Everyone's got a breaking point.
So. What did it say? It talked about a giant research base that was able to keep in contact with Earth. They had a beacon and gave the base's coordinates. I mean, the coordinates weren't up to date anymore, so I had to recalculate them, but it's in the South Pole, Zach. It's protected by a huge layer of ice. All right, let's untie you and get you out of here. Irgendwas sagt mir, das geht nicht gut aus. Ist aber nur eine Vermutung. Muss ich jetzt mal die ganze Zeit tragen? Oh, nice. Must find the city of ice before they do, Zachariah. If Victor finds the beacon, he could use it to gain the people's trust. Furthermore, if he finds the secrets buried there, he's got a head start, but we'll catch him. Aye, aye, Zach. But if it's really the city of ice, what? I'll have to make some mods. It'll be tougher than you think. Also, wear an extra layer or two if you don't want to freeze your nuts off. Big ice city. A tangent that'll lead to another tangent? No, I... Yes, that was it. He's awesome, the kleine. Beacon. I suspect the settlers brought back plants and animals from Earth, and probably left some in that base. And if just a few survived, we could find an ecosystem unlike any on Mars, completely sheltered by the ice. Why should we go to this city instead of just overthrowing Victor? What are you planning? I'm looking for a beacon. I want to get in touch with Earth, but not so I can run from the ASC, and so I can reunite with our ancestors, gain back everything we've lost. With the people of Earth, we can stop the wars over water. We can utilize the technology we lost. We can understand. That sounds perfect. Yay! Too perfect. I hope what we find. Lasst uns mit der Erde in Kontakt treten. Meet Patience. We just broke him out of one of the ASC's jails. He could use a place to recover. Then he is welcome to recover here. Our healers, Patience, will be all... Oh, that would be great. Thank you. All this reminds me of an old hiding spot I had in the desert. Thank you again, both of you. This is real nice and all, but I don't know about all this. She is cool. About what? I'm guessing you're going to want to go to that city, right? Right. Problem is, that city's coordinates, according to what patient... Any way to make it that good? I don't know. Gotta think about it. I mean, it'd need some sort of ice-breaking blade in the front, and... If I know you, I'm sure you'll think... I like your faith in me, but... Problem is, I don't have a damn clue how to add all that heavy shit to the rover's frame without slowing it down like fucking crazy. I knew he'd made improvements to his machines, but I don't remember seeing any diagrams. Though they could be somewhere in the shed. We can ask, I guess. Then head to the shed with him. See what we find. Gonna be damn fucking cold out there, Zach. Maybe we should go borrow some gear from Victor. He's known the site's coordinates a lot longer than we have. I like the way you think, Zach. Yeah. Yay? Fragezeichen. Hey, nice. Fuck off. Ich wollte doch hierfür Punkte haben. Screw it. Während ich verteile, meine lieben Freunde, möchte ich mich an dieser Stelle schon mal bedanken fürs Zuschauen. Es war mir eine Ehre, euren Dienstag, Montag? Montag? Euren Tag? Egal, welcher das ist. Nein, egal. Es war mir eine Ehre, euren Tag versüßt zu haben. Hoffentlich mit einigen lustigen Anekdoten und bliblablub und so weiter. Stuff. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Können einiges zusammen reißen. Moment. Ausrufezeichen anklicken. Lass du mich mal durch, bitte? I wanted to thank you for all your help, Zach. Not saying I needed it, and it doesn't hurt that the good guy's got a face like yours. Maybe, you know. I'd be lying if I didn't think that was a great idea. Next. Good. Then I'll be seeing you soon. Clothing's optional. Nice! Oh, soll ich das jetzt wirklich außerhalb der Aufnahme machen? Hi. Zachariah. Eigentlich will ich nicht, aber I'm looking for work. Our nation is just beginning. Where it is. If you could get rid of the... Let me see what I can do. Ich hätte es lassen sollen. Verdammte Scheiße. Noch irgendwo ein Ausrufezeichen, das ich nicht anklicken möchte? Nein. Noch einmal hier. Hi, Nisha. Hi, Zach. Okay, da ist nichts. Eigentlich möchte ich das ja nicht außerhalb der Aufnahmen machen.
Ich finde, das hat jeder von uns zumindest die Chance verdient, zuzugucken. Also, what? What? What the f- can't do this. Ist da oben eine Leiter? Nö. Fuck! Muss ich erst auf den ganzen Scheißweg außen rumlaufen jetzt? Nice. Toll. Ich wollte mich gerade von euch verabschieden. Ach. So ein Screw-Mist. Na gut. Nee, da geht's runter. Das weiß ich noch. Da in dem Dings, da geht's in den Tunnel. Da geht's runter. Ist blöd. Yep. Runter ist blöd. Wo zur fucking hell ist Nishas Häusle? Wo muss ich dafür hin? Ich will doch nur mit ihr reden. Ein bisschen. Außerdem, sie hat gesagt, Kleidung ist optional. Nicht ich. Oh, nice, Eiskuppel. Awesome. Finde ich jetzt blöd. Na gut. Dann kann ich das Ganze ja doch hier beenden. Meine lieben Freunde, es war mir, wie gesagt, eine Ehre für euch ein Video gemacht zu haben. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder weiter Technomancer spielen oder irgendein anderes Spiel. Ihr könntet eigentlich auch gerne an den Abstimmungen auf Twitter teilnehmen, beziehungsweise mir selber schreiben, was für ein Spiel ihr sehen wollt. Zur aktuellen Auswahl steht Tomb Raider, was war das andere? Assassin's Creed? Ich glaube, Syndicate könnte es sein. Oder sollte es sein? Whatever. Und die dritte Auswahl bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wenn euch was einfällt, schreibt's mir. Wir machen erstmal Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Wolf.